Am Anfang war Dunkelheit. Dann gebar der Urknall Raum, Zeit und Materie. Jeden Tag entdecken wir Neues über all die unfassbaren, faszinierenden und tödlichen Geheimnisse unseres Universums. Hat ein Komet, der in den Ozean stürzte, die biblische Sintflut ausgelöst? Die Flutwelle war mindestens 50 Meter hoch. Hat ein flammender Botschafter aus dem All das Schicksal des Christentums verändert? Plötzlich rast ein Meteorit mit über 100.000 km/h auf die Erde zu. Hat ein Feuerball am Himmel die ersten Bewohner Nordamerikas ausgelöscht? Das Weltall hat den Lauf der Geschichte immer wieder verändert. Eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern begibt sich auf die Suche. Kometeneinschläge könnten den Verlauf der Zivilisationsgeschichte verändert haben. Die Experten suchen jenseits der Mainstream-Forschung nach Beweisen dafür, dass kosmische Mächte mit einem Schlag den Lauf unserer Geschichte verändert haben. Tage und 40 Nächte strömender Regen. Die große Sintflut der Bibel und das Gilgamesch-Epos sind weit verbreitete Mythen, die ein Ereignis beschreiben, das die Menschheit beinahe ausgelöscht hätte. Handelt es sich wirklich bloß um einen Mythos? Oder hat diese Sintflut tatsächlich stattgefunden? Wenn ja, wie könnte die Wissenschaft eine derartige Naturkatastrophe erklären? Es könnte durchaus sein, dass in den letzten 15.000 Jahren gewaltige Kometeneinschläge stattgefunden haben. Vielleicht kam es zu einer globalen Naturkatastrophe, die den Verlauf der menschlichen Zivilisationsgeschichte verändert hat. Der Archäologe Bruce Massey gehört einer eigenwilligen Gruppe von Wissenschaftlern an, die sich Holocene Impact Working Group nennt. Nach dem Zeitalter des Holozän, das vor über 11.000 Jahren begonnen hat. Die Forscher fordern die astronomische Wissenschaftswelt mit gewagten Hypothesen heraus. Sie sagen, dass es viel mehr katastrophale Kometeneinschläge gegeben habe, die den Verlauf der menschlichen Zivilisationsgeschichte entscheidend verändert hätten, als bisher angenommen. Zum Beispiel die Sintflut. Die biblische Geschichte der Arche Noah ist nur eine Version einer uralten Erzählung, die sich in Dutzenden von Sagen und Mythen überall auf der Erde wiederfindet. Ich habe mir mal die weltweite Entstehungsgeschichte dieser Sintflutmythen angesehen und exemplarisch 175 Orte auf der ganzen Welt ausgewählt. Die meisten dieser Sintflutmythen weisen erstaunlich große Ähnlichkeiten auf. Unter anderem wird immer wieder von einer himmlischen Kreatur gesprochen, die kurz vor dem Einsetzen der Flut mit einem großen Schweif über den Himmel geschossen ist. Die Menschen damals wussten nichts von Kometen, also fanden sie Erklärungen, die für sie natürlich klangen. Sie könnten den Kometen durchaus für eine Schlange gehalten haben. Kometen haben bekanntlich einen Schweif. Dieser entsteht zum einen durch Staub, der das Sonnenlicht reflektiert, und durch leuchtende ionisierte Gase, die der Komet hinter sich herzieht, wie ein Düsenjet einen Kondensstreifen. Interessanterweise gibt es auch einen sogenannten Gegenschweif. Von unserem Blickwinkel aus scheint es, als würden die Schweife des Kometen in zwei völlig verschiedene Richtungen zeigen. Der Strahlungsdruck der Sonne lässt die Materie, die vom Kometen abraucht, als Projektion erscheinen, die sich von der Sonne wegbewegt. Von manchen Orten der Erde aus betrachtet, kann der Staubschweif sich um den Kometen biegen und scheinbar in die entgegengesetzte Richtung zeigen. Von der Erde aus könnte dies wie ein Kopf mit Kopfschmuck oder mit Hörnern aussehen. In der nord- und südamerikanischen Mythologie spricht man von einer gehörnten Schlange. In der hinduistischen von einem Fisch mit einem Horn. In den meisten Mythen folgt kurz nach dem Erscheinen dieser Kreatur eine Flutkatastrophe, die um ein Haar die ganze Welt zerstört.
In diesen Mythen ist auch von Dunkelheit, orkanartigen Winden, sintflutartigen Regenfällen und Tsunamis die Rede. All diese Phänomene beschreiben die typischen Auswirkungen eines Kometeneinschlags im tiefen Ozean. Bei einem Kometeneinschlag auf offener See würde eine gewaltige Menge an Energie in den Ozean übertragen werden. Es würden kolossale Mengen an Wasser in die Atmosphäre gelangen. Wir wollen in dieser Schmiede demonstrieren, was geschehen würde, wenn ein Komet mit hoher Geschwindigkeit im Ozean aufschlagen und seine kinetische Energie ans Wasser weitergeben würde. Ein gewöhnlicher Schmiedeofen kann Kohlenstoffstahl auf eine Temperatur von etwa 1200 Grad Celsius erhitzen. Doch der Einschlag eines hyperschnellen Kometen bringt es auf über 5500 Grad. Das entspricht in etwa der Sonnenoberflächentemperatur. Ein Komet aus dem Weltall würde aufgrund seiner Geschwindigkeit eine immense Menge an kinetischer Energie mitführen. Wenn diese Energie auf den Ozean trifft, könnte sie etliche Kubikkilometer Wasser verdampfen lassen und als Dampfwolken in die äußere Atmosphäre befördern. Normalerweise enthält die obere Atmosphäre knapp 0,5% Wasserdampf. Dem wird nun eine gewaltige Menge Wasserdampf hinzugefügt. Diese Wassermengen würden wieder auf die Erde herabregnen und eine weltweite Flut auslösen, die große Teile des Planeten Wochen oder Monate lang überschwemmen könnte. Bruce Massey ist sich sicher, der globale Mythos von der Sintflut lässt sich nur durch einen gewaltigen Kometeneinschlag erklären. Leider fehlt ihm ein Beweis für seine Theorie. Dallas Abbott, Geologin an der Columbia University, untersucht Krater, die möglicherweise von Kometeneinschlägen stammen. Bruce Massey hatte viele mündlich überlieferte Katastrophengeschichten zusammengetragen, die wie die Auswirkungen eines Einschlags klangen. Der Indische Ozean spielte darin eine zentrale Rolle. Anhand von Meerestiefenmessungen bzw. Satellitenmessungen des Ozeanbodens konnte Abbott eine mögliche Impaktzone ausmachen. Sie nannte sie zu Ehren eines Kollegen an der Columbia University den Burkle-Krater. Der Burkle-Krater ist eine gewaltige Senke im Indischen Ozean, etwa 1600 Kilometer von der Küste Madagaskars entfernt. Er besitzt einen Durchmesser von etwa 29 Kilometern. Der Krater liegt in einer Tiefe von über 3800 Metern, was eine gründliche Untersuchung des Ozeanbodens erheblich erschwert und finanziell kaum durchführbar macht. Ein Komet, der einen Krater dieser Größenordnung hinterlässt, hätte sicherlich einen Mega-Tsunami ausgelöst. Ein Kometeneinschlag im Ozean hätte verheerendere Auswirkungen als auf dem Festland, da er eine gigantische Flutwelle auslösen würde, die auf die umliegende Küste hereinbrechen würde. Wenn Tsunamis Küstenregionen überfluten, lassen sich oft noch Jahrhunderte später Spuren dieses Ereignisses finden. Abbott fragte sich, ob die Küste Madagaskars derartige Spuren davongetragen hat. Zunächst konnte ich keine Daten zu Madagaskar ausfindig machen. Als dann Google Earth herauskam, habe ich es mir sofort angesehen. Die Tsunami-Ablagerungen dort sind phänomenal. Die Region weist riesige Chevron-Falten auf, die wahrscheinlich größten auf der Erde überhaupt. Chevron-Falten sind symmetrische Sanddünen. Einige Wissenschaftler nehmen an, dass sie durch gewaltige Wellen geformt wurden, die über die Küste hereingebrochen sind und sich dann wieder zurückgezogen haben. Die typische V-Form könnte dabei sogar als Richtungsindikator dienen. Der Richtungswinkel ist ein V, das in Richtung Inland zeigt. Das lässt wiederum auf die Quelle schließen.
Abbott nimmt an, dass der Ursprung im Burkle-Krater zu suchen ist, der viele hundert Kilometer von der Küste entfernt liegt. Andere Wissenschaftler bezweifeln, dass Tsunamis überhaupt mit der Entstehung von Chevron-Falten in Verbindung stehen. Geologen, die diese Phänomene vor Ort untersucht haben, erklären ihre Entstehung mit Staubverwehungen, nicht mit Tsunamis. Ich bezweifle, dass diese Formationen irgendetwas mit Tsunamis zu tun haben. Doch als Dallas Abbott nach Madagaskar reist, findet sie tief im Inneren der Dünen überraschende Indizien. Wir fanden Tsunami-Ablagerungen, die mehr als 200 Meter hoch waren. Oben an der Spitze dieses großen Hügels entdeckten wir im Sediment Meeresfossilien. Orkane können Mikrofossilien an Land tragen. Aber nur solche, die in der oberen Wassersäule zu finden sind. Mikrofossilien, die am Meeresboden leben, werden nicht von Orkanen transportiert. Die Fossilien, die wir auf Madagaskar gefunden haben, stammen vorwiegend vom Meeresgrund. Sie können also unmöglich vom Wind hierher getragen worden sein. Für die Mitglieder der Holocene Group sind die Chevron-Falten und Mikrofossilien eindeutige Indizien. Wenn man diese mit den Sintflutmythen antiker Gesellschaften in Verbindung bringt, ergibt sich ein stimmiges Gesamtbild. Dennoch widerspricht die Flutwellenhypothese der Ansicht vieler Astronomen, dass innerhalb der letzten 15.000 Jahre keine katastrophalen Kometeneinschläge stattgefunden haben. Einer von ihnen ist der Impaktforscher Mark Boslow. Jeder, der behauptet, dass es während des Holozäns, also dem Zeitalter der Menschen, Kometeneinschläge gab, die zu Naturkatastrophen geführt haben, wird Schwierigkeiten haben, konkrete Beweise dafür zu erbringen. Man sagte uns, dass außergewöhnliche Behauptungen außergewöhnliche Beweise erfordern. Und dass niemand uns glauben wird, bis wir dort gewesen sind und Gesteinsproben gefunden haben. Wir haben im Moment noch keine Beweise für die Existenz des Burkle-Kraters. Doch die Holocene Impact Working Group ist überzeugt, Beweise für einen Impact gefunden zu haben, der sogar noch wesentlich jüngeren Datums ist. Die Beweise sollen unter den Eisschichten Grönlands begraben liegen und auf einen Kometen hindeuten, der Europa in das finstere Zeitalter des Mittelalters katapultiert haben könnte. Auf der Suche nach Beweisen für Kometeneinschläge, die unsere Geschichte verändert haben könnten, sind manche Fakten unbestreitbar. Irgendwann, um das Jahr 535 nach Christus, legt sich ein grauer Schleier über die Erde. Dies führt zu einer der strengsten Kälteperioden seit 2000 Jahren und stürzt die Menschheit in eine beispiellose Krise. In dieser Phase hat eine große Menge Asche die gesamte Erde umhüllt und die für den Ackerbau notwendigen Sonnenstrahlen abgehalten. Die Ernte wurde immer karger, was in vielen Teilen der Welt zu Hungersnöten führte. Wir wissen aus historischen Berichten, dass im Frühjahr 536 nach Christus das Sonnenlicht sehr schwach wurde. In Mesopotamien dauerte dieser Zustand 18 Monate lang an. Die Sonne soll in dieser Phase nur etwa 4 Stunden am Tag geschienen haben. Dieses sonnenlose Jahr hat bis heute seine Spuren hinterlassen. Baumringe von irischen und kalifornischen Waldbeständen belegen eine dramatische globale Klimaabkühlung in dieser Zeit. Die Baumringe zeigen eindeutig, dass es im 6. Jahrhundert eine Phase gegeben hat, in der die Bäume kaum Nährstoffe erhielten, die ihre Widerstandsfähigkeit und ihr Wachstum förderten. Der geringe Abstand zwischen den Baumringen ist ein klares Indiz dafür.
Die meisten Experten glauben, dass ein Vulkanausbruch mit gewaltiger Aschewolke dafür verantwortlich ist. Doch die Impaktforscherin Dallas Abbott setzt auf einen anderen Täter. Sie hat Indizien gefunden, die auf Chevronfalten, also jenen V-förmigen Sanddünen, basieren, die von Megatsunamis geformt worden sein könnten. Eine dieser Chevronfaltenformationen befindet sich im australischen Golf von Carpentaria. Die Chevronfalten wiesen auf ein sehr kleines Gebiet hin. Also habe ich mir die Satellitendaten von diesem Teil des Golfs angesehen und bin sofort auf diese zwei runden Löcher im Meeresboden des Golfs gestoßen. Die Krater besitzen einen Durchmesser von 11 bzw. 18 Kilometern. Eine gründliche Untersuchung der Sedimente ließ auf einen Impact, also einen Einschlag, schließen. Das ist eine Bohrkernprobe aus der Tiefsee, ähnlich denen, die wir aus dem Golf von Carpentaria entnommen und untersucht haben. In diesen fanden wir kleine Gesteins- und Glasfragmente und wir fanden auch Impaktite. Das sind Gesteine, die durch einen Meteoriteneinschlag verformt wurden. Diese Funde weisen auf einen Impakt, der irgendwann vor ca. 1500 Jahren stattgefunden haben muss. Ich wusste vom Klimawandel im Jahr 536 nach Christus und wollte prüfen, ob man einem Eisbohrkern etwas ansehen könnte. Ein Eisbohrkern ist eine Art tiefgefrorener Aktenschrank, in dem die Erde ihre historischen Klimadaten verwahrt. Hier lassen sich jahrhundertealte Schwebstoffe und Algen aufspüren. Wir haben Proben aus Grönland untersucht. Das ist praktisch am anderen Ende der Welt, vom Golf aus gesehen. Im Eisbohrkern finden sich erstaunliche Indizien. Darunter auch magnetisierte und geschmolzene Gesteinskügelchen, die jenen entsprechen, die im Golf von Carpentaria entdeckt wurden. Zwei Arten von Glas, die anscheinend durch einen hochenergetischen Impakt entstanden sind. Sowie eine Kieselalge, ein maritimes Mikrofossil, das eigentlich nur in tropischen Gebieten vorkommt. Wie sollen diese Kieselalgen, die aus den Tropen oder Subtropen stammen, den ganzen Weg nach Grönland zurückgelegt haben? Niemand hat jemals zuvor Kieselalgen aus den Tropen in Grönland gefunden. Die mikroskopische Untersuchung deutet auf einen Kometeneinschlag hin. Bei einer gewaltigen Explosion wäre diese Materie hochgeschleudert worden und hätte dann in der Luft Hunderte oder Tausende von Kilometern zurückgelegt, bevor sie sich wieder abgelagert hätte. Wenn die Klimaveränderung im Jahr 535 nach Christus tatsächlich durch einen Kometeneinschlag verursacht wurde, dann muss dieser über genügend Masse und Geschwindigkeit verfügt haben, um eine Explosion gigantischen Ausmaßes auszulösen. Im Gegensatz zu einem Hochgeschwindigkeitsimpakt verursacht der Einschlag eines langsameren Objekts keine Explosion. Er kann einen Krater formen, aber keinen Explosionskrater. Wir werden nun einen Hochgeschwindigkeitsimpakt und die Entstehung eines Kraters simulieren. Wir verwenden Ammoniumnitrat, gemischt mit Schweröl. Wenn wir es zünden, explodiert das Gemisch und verursacht einen riesigen Krater. Die Explosion setzt eine Schuttwolke frei. Bei einem extrem großen Meteoriteneinschlag würden sich die Partikel über den ganzen Globus verteilen. Wäre dieser Krater durch einen Impakt entstanden, dann würde es sich um einen Explosionskrater handeln. In diesem Fall wäre das vom Himmel stürzende Objekt mit einer so großen kinetischen Energie aufgeschlagen, dass es unter der Erdoberfläche explodiert wäre. Ein Hochgeschwindigkeitsimpakt im seichten Wasser vor der Küste Australiens könnte eine Explosion verursacht haben, groß genug, um Sedimentgestein und andere Partikel weit in die Atmosphäre zu schleudern. Es ist vorstellbar, dass große Mengen von Materiepartikeln hoch in die Atmosphäre geschleudert wurden, wo sie große Teile des Sonnenlichts blockiert haben.
Vieles also deutet darauf hin, dass die katastrophalen Ereignisse um 535 nach Christus von einem Kometeneinschlag ausgelöst wurden. Allerdings ist es schwierig, stichhaltige Beweise dafür zu finden. Denn welcher gewaltige Himmelskörper könnte zwei Krater geformt haben, die so dicht beieinander liegen? Von einigen Experten werden sie belächelt. Doch die Wissenschaftler der Holocene Impact Working Group sind fest entschlossen zu beweisen, dass das Weltall den Lauf unserer Geschichte verändert hat. Die Ereignisse im Jahr 535 nach Christus könnten ihre These belegen. Damals soll sich die Sonne plötzlich verdunkelt haben, die Ernten verdorben und eine weltweite Hungersnot ausgebrochen sein. Baumringe belegen, dass eine Katastrophe stattgefunden hat. Doch noch ist unklar, wodurch sie ausgelöst wurde. Als die Impaktforscherin Dallas Abbott im Jahr 2008 zwei mutmaßliche Impaktkrater vor Australien entdeckt, bestätigt das ihre Hypothese, dass ein Komet für die Katastrophe verantwortlich gewesen sein könnte. Die Mainstream-Forschung geht davon aus, dass Impakte sehr selten sind und es sich meist um Asteroideneinschläge handelt. Unsere Hinweise legen allerdings nahe, dass es sich hier um Kometeneinschläge handelt. Kometen bestehen aus Gesteinsmaterie, Gasen, Staub und Eis. Sie zerbersten, wenn sie in das Gravitationsfeld von großen Objekten wie Planeten gelangen. Im Juli 1992 registrierte das Hubble-Weltraumteleskop genau so ein Ereignis. Während der Komet Shoemaker-Levy 9 an Jupiter vorbeirauschte, ließ die enorme Gravitationskraft des Planeten den Kometen zerbersten. Der Komet Shoemaker-Levy 9 ist in mehrere Dutzend Fragmente zerborsten. Das größte davon verursachte eine Explosion, die einer Detonation von 6 Millionen Megatonnen TNT entsprach. Die größte Bombe, die jemals auf der Erde gezündet wurde, war die AN-602 der Sowjets, auch Zar-Bombe genannt. Sie hatte eine Sprengkraft von 50 Megatonnen. Der Impakt von Shoemaker-Levy 9 war also 100.000 Mal so explosiv. Könnte ein zerborstener Komet vom Typ Shoemaker-Levy 9 den Doppelkrater im Golf von Carpentaria erzeugt haben? Das würde die Impakttheorie unterstützen. Doch die Mainstream-Forschung sieht das anders. Kometenimpakte geschehen wahrscheinlich nur einmal in 100 Millionen Jahren. Der Impakt einer Gruppe wäre noch seltener. So selten, dass er wahrscheinlich noch nie auf der Erde vorgekommen ist. Die Suche nach konkreten Beweisen für einen Kometeneinschlag im Golf von Carpentaria schafft immer wieder neue wissenschaftliche Kontroversen. Am stärksten umstritten ist die Impakttheorie, die behauptet, dass die nordamerikanische Urzivilisation von einem Kometen ausgelöscht wurde. Jahrtausende bevor europäische Kolonialisten nach Nordamerika kamen, bevölkerten die Clovis-Indianer den Kontinent. Jedenfalls bis irgendjemand oder irgendetwas sie von der Bildfläche fegte. Zur Clovis-Kultur gehörten die Paleo-Indianer. Viele glauben, es waren die ersten Menschen in Nordamerika. Möglicherweise sind sie über die Beringstraße gekommen, haben sich dann von Norden nach Süden über den Kontinent ausgebreitet. Archäologische Funde wie Speerspitzen lassen darauf schließen, dass die Clovis-Indianer während der letzten großen Eiszeit Jagd auf die Megafauna machten, zu der auch Mammuts oder Mastodonten gehörten. Irgendwann starben die Riesentiere der Megafauna in Amerika langsam aus. Mit ihnen ging die Clovis-Kultur unter. Vor etwa 13.000 Jahren passierte etwas, dass die Umwelt schnell und radikal veränderte.
Plötzlich wurde der Planet in eine kleine Eiszeit zurückgeworfen. Ein Klimaereignis, das wir die jüngere Dryaszeit nennen. Nachdem die Gletscher über viele Jahrtausende hinweg geschmolzen waren und sich das Klima erwärmt hatte, brachte die jüngere Dryaszeit eine extreme Kälteperiode, die Menschen und Tiere in die Knie zwang und zu großen Teilen auslöschte. Die Wissenschaftler sind sich uneinig, was diesen Klimawandel verursacht haben könnte. Vor allem die Hypothese, dass kosmische Mächte im Spiel sind, sorgt für heftige Diskussionen. Ein Kometeneinschlag über dem Laurentidischen Eisschild könnte diesen Klimawandel ausgelöst haben, an den sich die Jäger der Clovis-Kultur nun anpassen müssen. Der mutmaßliche Clovis-Komet ist wohl die strittigste Impact-Hypothese, die von der Holocene Impact Working Group vertreten wird. Sie beschreibt einen Kometeneinschlag im nordamerikanischen Eisschild mit dramatischen Folgen. Große Süßwasserseen flossen in die Ozeane, veränderten dadurch die Meeresströmung und verursachten den Kälterückfall der jüngeren Dryaszeit. Der Anthropologe Ken Tankersley hat in der Sheridan-Höhle im Nordwesten von Ohio Indizien für einen kosmischen Impact gefunden. Wir haben eine stark kohlenstoffhaltige Schicht gefunden. Man nennt sie auch Black Mat. Sie ist durch eine hochgradige Verbrennung entstanden. Sie besteht aus Holzkohle und den verbrannten Überresten etwa 70 verschiedener Spezies. Ein derartiger Karbonisierungsvorgang erfordert ein extrem heißes Feuer, wenn nicht sogar eine Explosion. Die Schicht enthält zudem Meteoritenbestandteile. Doch es gibt noch eindeutigere Zeichen für einen großen kosmischen Impact. Wir haben sogenannte Impact-Diamanten gefunden. Impact-Diamanten werden gebildet, wenn eine Explosion oder ein plötzlicher Einschlag auf eine Oberflächenstruktur einwirkt und Kohlenstoffmaterie zu diesen Impact-Diamanten komprimiert. Sie werden wegen ihrer mikroskopischen Größe auch Nanodiamanten genannt und gelten als starkes Indiz für einen kosmischen Impact. Doch die Entdeckung dieser Impact-Diamanten wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Die potenzielle Existenz von Nanodiamanten in Nordamerika ist noch kein handfester Beweis für die Impact-Theorie der jüngeren Dryaszeit. In manchen Fällen ist es nicht einmal sicher, ob es sich um echte Nanodiamanten handelt. Es könnte sich auch um Graphit- oder Kohlenstoffmodifikationen handeln. Es fehlt noch ein weiterer wichtiger Beweis, dass es den Clovis-Kometen gegeben hat. Ein passender Krater wurde bisher nicht gefunden. Doch Gestein aus dem All muss nicht unbedingt auf der Erde einschlagen, um eine Katastrophe auszulösen. Das wissen wir, weil ein ähnlicher Fall beinahe einen Atomkrieg ausgelöst hätte. Die Holocene Impact Working Group hält an ihrer These fest, dass eine kosmische Katastrophe zum plötzlichen Aussterben der Clovis-Kultur geführt hat. Die Tatsache, dass sich bislang kein Impaktkrater finden ließ, ist für sie kein Gegenargument. Manche Geschosse aus dem All erreichen nie den Erdboden. Sie explodieren bereits in großer Höhe, können dennoch beachtlichen Schaden anrichten. Wenn ein Meteorit nicht auf der Erde einschlägt, sondern schon vorher in der Atmosphäre explodiert, dann verursacht er keinen sichtbaren Krater. Ein hervorragendes Beispiel ist das sogenannte Tunguska-Ereignis von 1908, bei dem vermutlich ein Asteroid oder ein Komet über Sibirien detoniert ist. 2000 Quadratkilometer Wald wurden dabei vernichtet, ohne dass es einen Impaktkrater gab.
Wenn ein Komet oder Asteroid in die Erdatmosphäre eindringt, bildet sich ein Sog, der dem Kielwasser eines Bootes gleicht. Die Schockwelle erhitzt die Luft auf extrem hohe Temperaturen. Licht- und Infrarotstrahlen entstehen. Das erhitzt den Kometen oder Asteroiden und lässt ihn dann explodieren. Sogar ein relativ kleiner Körper wie der mutmaßliche Tunguska-Komet, der auf eine Größe von etwa 60 Meter Durchmesser geschätzt wird, könnte eine Detonation verursachen, bei der 1000-mal mehr Energie freigesetzt werden würde als bei der Hiroshima-Atombombe. Vielleicht ist der Clovis-Komet vor 13.000 Jahren auf eine solche Weise detoniert. Die Natur hätte alle Spuren in der nordamerikanischen Landschaft längst verwischt. Ob es nun ein Kometeneinschlag auf der Erde, eine Detonation in der Atmosphäre oder keines von beiden war, der damalige Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Clovis-Kultur werden ein höchst kontroverses Thema bleiben. Die Lösung dieses Rätsels ist äußerst wichtig, da sich jederzeit ähnliche Katastrophen ohne Vorwarnung ereignen könnten. Würde heute über New York City, wie damals bei dem Tunguska-Ereignis, in etwa 5000 Metern Höhe eine 10 Megatonnen starke Explosion stattfinden, würde das knapp 2 Millionen Menschen töten, Millionen von Menschen würden verletzt werden und ein Schaden in Billionenhöhe würde entstehen. Selbst kleinere Höhendetonationen sind extrem zerstörerisch. Und es besteht noch eine zusätzliche Gefahr. Ein kleinerer Meteorit, der im Jahr 2002 explodiert ist, hätte sogar fast einen Atomkrieg ausgelöst. Im Juni 2002 fand ein Ereignis statt, das unsere Geschichte um ein Haar drastisch verändert hätte. Ein verhältnismäßig kleiner Meteorit mit nur wenigen Metern Durchmesser ist in die Erdatmosphäre eingedrungen und in der Atmosphäre detoniert. Es gab eine gewaltige Explosion über dem östlichen Mittelmeerraum. Ein derartiges Ereignis über einem relativ dicht besiedelten Gebiet ist extrem ungewöhnlich. Zu dieser Zeit herrschte im Kaschmir-Konflikt zwischen Pakistan und Indien eine militärische Pattsituation. Die ganze Welt hielt den Atem an, als die beiden Atommächte kurz vor einem Krieg standen. Wenn dieser Impact nur wenige Stunden früher stattgefunden hätte, dann wäre er über Pakistan oder Indien explodiert. Dies wäre wohl von einem der beiden Länder als Angriff gewertet und mit einem nuklearen Gegenangriff beantwortet worden, was einen Vernichtungskrieg zur Folge gehabt hätte. Die Explosion über dem östlichen Mittelmeer hat die Wissenschaftswelt von der Notwendigkeit überzeugt, dass man insbesondere in Zeiten kritischer Spannungen zwischen Atommächten kosmische Eindringlinge rechtzeitig orten können muss. Die großen Asteroide, die eine globale Katastrophe verursachen könnten, die haben wir inzwischen geortet und katalogisiert. Wir erwarten also keinen überraschenden Impact dieser Himmelskörper, weil wir sie sehen können. Es sind die kleineren, die uns überraschen könnten. Doch können wir überhaupt rechtzeitig vorgewarnt werden, wenn ein massives Objekt aus dem All auf Kollisionskurs mit der Erde geht? Kein Zweifel, Kometen und andere kosmische Geschosse können Katastrophen verursachen. Bevor aber die moderne Astronomie überhaupt begonnen hatte, diese Ereignisse zu erforschen, konnten bereits bloße Sichtungen von Kometen oder Meteoriten den Lauf der Geschichte verändern. Wir schreiben das Jahr 312 nach Christus. Das mächtige Römische Reich ist in einen erbitterten Bürgerkrieg verwickelt. Kaiser Konstantin zieht in die Schlacht, um der Armee seines Erzrivalen Maxentius entgegenzutreten. Das politische Schicksal des Imperiums steht auf dem Spiel.
Konstantin war ein großer römischer Kaiser, der für eine Reihe von Dingen bekannt ist. Nicht zuletzt für seinen Übertritt zum Christentum. Konstantins Konversion war ausschlaggebend für die plötzliche Popularität und die Ausbreitung des Christentums im 4. Jahrhundert. Er führte das römische Imperium zum Christentum über. Der Legende nach tritt Konstantin zum Christentum über, nachdem er ein Feuerkreuz am Himmel erblickt hat. Der Kaiser interpretiert es als Zeichen des christlichen Gottes und befiehlt seinen Soldaten, Kreuze auf ihre Schilde zu malen. Konstantins Truppen siegen. Kurz darauf unterzeichnet der Kaiser die Mailänder Vereinbarung und bereitet damit den umfassenden Siegeszug des Christentums vor. Für Konstantins Vision könnte es eine astronomische Erklärung geben. Man geht heute davon aus, dass er Zeuge eines Meteoritenimpacts geworden ist. Wahrscheinlich hat er bei helllichtem Tag einen Meteoriten am Himmel gesehen, der mit über 110.000 km/h auf die Erde zugerast kam. Er hat dies als göttliches Zeichen interpretiert. Ein Beweis könnte auch die größten Kritiker der Kometentheorie überzeugen. Ein Impaktkrater. Geologen haben nun angeblich in Italien dieses fehlende Puzzlestück gefunden. Haben kosmische Mächte die Menschheitsgeschichte tatsächlich verändert? Im Falle Konstantins könnte ein Komet am Himmel der Auslöser für seinen Übertritt zum Christentum und den Siegeszug der christlichen Religion gewesen sein. Konstantin sah etwas am Himmel und interpretierte es als ein Zeichen des einzig wahren christlichen Gottes. Manche nehmen an, dass diese schicksalhafte Vision ein flammender Meteorit war, der sich auf Kollisionskurs mit der Erde befand. Es kommt natürlich darauf an, wie weit weg der Betrachter ist. Einen extrem hellen Meteoriten sieht man auch am helllichten Tag als blendende Erscheinung am Himmel, ähnlich hell wie die Sonne. Beim Aufprall auf die Erde verursacht er eine große Explosion. Ein schwedisches Forschungsteam ist überzeugt, der römische Kaiser Konstantin könnte tatsächlich einen Himmelskörper gesehen haben. Den wichtigsten Beweis für diese Theorie scheinen sie gefunden zu haben: einen Impaktkrater. 1999 entdeckt das Team ein mysteriöses Wasserbecken auf der mittelitalienischen Hochebene. Die Forscher nehmen an, dass der kleine See und weitere 20 umliegende Krater durch einen Meteoriteneinschlag entstanden sind. Eine sehr umstrittene Theorie. Manche Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich um ein von Menschenhand geschaffenes Wasserreservoir handelt. Andere sagen, dass diese Krater erst im Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Einige Krater sind so angeordnet, dass es sich um Bombenkrater handeln könnte. An diesem Ort haben schon immer viele Menschen gelebt. Vielleicht wurde das Wasserloch künstlich geschaffen. In jedem Fall haben die menschlichen Aktivitäten die Entstehungsspuren verwischt. Wir werden das wohl nie eindeutig feststellen können. Aber ja, es könnte ein Krater sein. Einer der großen Schwachpunkte der Hypothese ist, dass keine Impaktite gefunden werden konnten. Damit gibt es keine handfesten Beweise für einen mordsmäßigen Einschlag. Ob ein kosmischer Einschlag stattgefunden hat, ist weiterhin fraglich. Fakt ist, dass Konstantins Vision den Lauf der Geschichte entscheidend verändert hat. Wir wissen nicht, ob sich das Christentum auch ohne dieses Ereignis zur vorherrschenden westlichen Weltreligion entwickelt hätte. Aber eines ist sicher: Dieses Ereignis war ausschlaggebend dafür, dass Konstantin das Christentum zur Staatsreligion gemacht hat.
Unsere Erde wird ständig von kosmischen Mächten beeinflusst und ab und zu von flammendem Besuch aus dem All überrascht. Doch wie oft und in welchem Umfang hat der Weltraum die Menschheitsgeschichte verändert? Für die Mitglieder der Holocene Impact Working Group ist die Antwort ganz klar. Viel öfter, als es die Mainstream-Wissenschaft im Moment wahrhaben will. Impakte haben in den letzten 10 bis 15.000 Jahren zweifellos eine wichtige Rolle für die Evolution der menschlichen Zivilisation gespielt. Andere widersprechen dem. Es gibt da draußen nicht genügend Himmelskörper, die auf der Erde einschlagen könnten. Wenn kilometergroße Objekte alle paar tausend Jahre hier aufschlagen, müsste dies bedeuten, dass wir oft nur knapp verfehlt werden. In diesem Fall würden derart große Objekte ein- oder zweimal im Jahr zwischen Erde und Mond vorbeirauschen. Aber wir haben so etwas noch nie beobachten können. Es ist noch lange kein Ende dieser Debatte in Sicht. Vielleicht endet sie erst mit dem Untergang der menschlichen Zivilisation. Die Frage ist, ob sich dieser Untergang langsam vollziehen wird oder mit einem großen Knall. Hornfalten und Mikrofossilien, eindeutige Indizien. Wenn man diese mit den Sintflutmythen antiker Gesellschaften in Verbindung bringt, ergibt sich ein stimmiges Gesamtbild. Dennoch widerspricht die Flutwellenhypothese der Ansicht vieler Astronomen, dass innerhalb der letzten 15.000 Jahre keine katastrophalen Kometeneinschläge stattgefunden haben. Einer von ihnen ist der Impaktforscher Mark Boslow. Jeder, der behauptet, dass es während des Holozäns, also dem Zeitalter der Menschen, Kometeneinschläge gab, die zu Naturkatastrophen geführt haben, wird Schwierigkeiten haben, konkrete Beweise dafür zu erbringen. Man sagte uns, dass außergewöhnliche Behauptungen außergewöhnliche Beweise erfordern und dass niemand uns glauben wird, bis wir dort gewesen sind und Gesteinsproben gefunden haben. Wir haben im Moment noch keine Beweise für die Existenz des Burkle-Kraters. Doch die Holocene Impact Working Group ist überzeugt, Beweise für einen Impact gefunden zu haben, der sogar noch wesentlich jüngeren Datums ist. Die Beweise sollen unter den Eisschichten Grönlands begraben liegen und auf einen Kometen hindeuten, der Europa in das finstere Zeitalter des Mittelalters katapultiert haben könnte. Auf der Suche nach Beweisen für Kometeneinschläge, die unsere Geschichte verändert haben könnten, sind manche Fakten unbestreitbar. Irgendwann um das Jahr 535 nach Christus legt sich ein grauer Schleier über die Erde. Dies führt zu einer der strengsten Kälteperioden seit 2000 Jahren und stürzt die Menschheit in eine beispiellose Krise. In dieser Phase hat eine große Menge Asche die gesamte Erde umhüllt und die für den Ackerbau notwendigen Sonnenstrahlen abgehalten. Die Ernte wurde immer karger, was in vielen Teilen der Welt zu Hungersnöten führte. Wir wissen aus historischen Berichten, dass im Frühjahr 536 nach Christus das Sonnenlicht sehr schwach wurde. In Mesopotamien dauerte dieser Zustand 18 Monate lang an. Die Sonne soll in dieser Phase nur etwa 4 Stunden am Tag geschienen haben. Dieses sonnenlose Jahr hat bis heute seine Spuren hinterlassen. Baumringe von irischen und kalifornischen Waldbeständen belegen eine dramatische globale Klimaabkühlung in dieser Zeit.
Die Baumringe zeigen eindeutig, dass es im 6. Jahrhundert eine Phase gegeben hat, in der die Bäume kaum Nährstoffe erhielten, die ihre Widerstandsfähigkeit und ihr Wachstum förderten. Der geringe Abstand zwischen den Baumringen ist ein klares Indiz dafür. Die meisten Experten glauben, dass ein Vulkanausbruch mit gewaltiger Aschewolke dafür verantwortlich ist. Doch die Impaktforscherin Dallas Abbott setzt auf einen anderen Täter. Sie hat Indizien gefunden, die auf Chevronfalten, also jenen V-förmigen Sanddünen, basieren, die von Megatsunamis geformt worden sein könnten. Eine dieser Chevronfaltenformationen befindet sich im australischen Golf von Carpentaria. Die Chevronfalten wiesen auf ein sehr kleines Gebiet hin. Also habe ich mir die Satellitendaten von diesem Teil des Golfs angesehen und bin sofort auf diese zwei runden Löcher im Meeresboden des Golfs gestoßen. Die Krater besitzen einen Durchmesser von 11 bzw. 18 Kilometern. Eine gründliche Untersuchung der Sedimente ließ auf einen Impact, also einen Einschlag, schließen. Das ist eine Bohrkernprobe aus der Tiefsee, ähnlich denen, die wir aus dem Golf von Carpentaria entnommen und untersucht haben. In diesen fanden wir kleine Gesteins- und Glasfragmente und wir fanden auch Impaktite. Das sind Gesteine, die durch einen Meteoriteneinschlag verformt wurden. Diese Funde weisen auf einen Impakt, der irgendwann vor ca. 1500 Jahren stattgefunden haben muss. Ich wusste vom Klimawandel im Jahr 536 nach Christus und wollte prüfen, ob man einem Eisbohrkern etwas ansehen könnte. Ein Eisbohrkern ist eine Art tiefgefrorener Aktenschrank, in dem die Erde ihre historischen Klimadaten verwahrt. Hier lassen sich jahrhundertealte Schwebstoffe und Algen aufspüren. Wir haben Proben aus Grönland untersucht. Das ist praktisch am anderen Ende der Welt, vom Golf aus gesehen. Im Eisbohrkern finden sich erstaunliche Indizien. Darunter auch magnetisierte und geschmolzene Gesteinskügelchen, die jenen entsprechen, die im Golf von Carpentaria. Es würden kolossale Mengen an Wasser in die Atmosphäre gelangen. Wir wollen in dieser Schmiede demonstrieren, was geschehen würde, wenn ein Komet mit hoher Geschwindigkeit im Ozean aufschlagen und seine kinetische Energie ans Wasser weitergeben würde. Ein gewöhnlicher Schmiedeofen kann Kohlenstoffstahl auf eine Temperatur von etwa 1200 Grad Celsius erhitzen. Doch der Einschlag eines superschnellen Kometen bringt es auf über 5500 Grad. Das entspricht in etwa der Sonnenoberflächentemperatur. Ein Komet aus dem Weltall würde aufgrund seiner Geschwindigkeit eine immense Menge an kinetischer Energie mitführen. Wenn diese Energie auf den Ozean trifft, könnte sie etliche Kubikkilometer Wasser verdampfen lassen und als Dampfwolken in die äußere Atmosphäre befördern. Normalerweise enthält die obere Atmosphäre knapp 0,5% Wasserdampf. Dem wird nun eine gewaltige Menge Wasserdampf hinzugefügt. Diese Wassermengen würden wieder auf die Erde herabregnen und eine weltweite Flut auslösen, die große Teile des Planeten wochen- oder monatelang überschwemmen könnte. Bruce Massey ist sich sicher, der globale Mythos von der Sintflut lässt sich nur durch einen gewaltigen Kometeneinschlag erklären. Leider fehlt ihm ein Beweis für seine Theorie. Dallas Abbott, Geologin an der Columbia University, untersucht Krater, die möglicherweise von Kometeneinschlägen stammen. Bruce Massey hatte viele mündlich überlieferte Katastrophengeschichten zusammengetragen, die wie die Auswirkungen eines Einschlags klangen. Der Indische Ozean spielte darin eine zentrale Rolle. Anhand von Meerestiefenmessungen bzw. Satellitenmessungen des Ozeanbodens konnte Abbott eine mögliche Impaktzone ausmachen.
Sie nannte sie zu Ehren eines Kollegen an der Columbia University den Burkle-Krater. Der Burkle-Krater ist eine gewaltige Senke im Indischen Ozean, etwa 1600 Kilometer von der Küste Madagaskars entfernt. Er besitzt einen Durchmesser von etwa 29 Kilometern. Der Krater liegt in einer Tiefe von über 3800 Metern, was eine gründliche Untersuchung des Ozeanbodens erheblich erschwert und finanziell kaum durchführbar macht. Ein Komet, der einen Krater dieser Größenordnung hinterlässt, hätte sicherlich einen Megatsunami ausgelöst. Ein Kometeneinschlag im Ozean hätte verheerendere Auswirkungen als auf dem Festland, da er eine gigantische Flutwelle auslösen würde, die auf die umliegende Küste hereinbrechen würde. Wenn Tsunamis Küstenregionen überfluten, lassen sich oft noch Jahrhunderte später Spuren dieses Ereignisses finden. Abbott fragte sich, ob die Küste Madagaskars derartige Spuren davongetragen hat. Zunächst konnte ich keine Daten zu Madagaskar ausfindig machen. Als dann Google Earth herauskam, habe ich es mir sofort angesehen. Die Tsunami-Ablagerungen dort sind phänomenal. Die Region weist riesige Chevron-Falten auf, die wahrscheinlich größten auf der Erde überhaupt. Chevron-Falten sind symmetrische Sanddünen. Einige Wissenschaftler nehmen an, dass sie durch gewaltige Wellen geformt wurden, die über die Küste hereingebrochen sind und sich dann wieder zurückgezogen haben. Die typische V-Form könnte dabei sogar als Richtungsindikator dienen. Der Richtungswinkel ist ein V, das in Richtung Inland zeigt. Das lässt wiederum auf die Quelle schließen. Abbott nimmt an, dass der Ursprung im Burkle-Krater zu suchen ist, der viele hundert Kilometer von der Küste entfernt liegt. Andere Wissenschaftler bezweifeln, dass Tsunamis überhaupt mit der Entstehung von Chevron-Falten in Verbindung stehen. Geologen, die diese Phänomene vor Ort untersucht haben, erklären ihre Entstehung mit Staubverwehungen, nicht mit Tsunamis. Ich bezweifle, dass diese Formationen irgendetwas mit Tsunamis zu tun haben. Doch als Dallas Abbott nach Madagaskar reist, findet sie tief im Inneren der Dünen überraschende Indizien. Wir fanden Tsunami-Ablagerungen, die mehr als 200 Meter hoch waren. Oben an der Spitze dieses großen Hügels entdeckten wir im Sediment Meeresfossilien. Orkane können Mikrofossilien an Land tragen. Aber nur solche, die in der oberen Wassersäule zu finden sind. Mikrofossilien, die am Meeresboden leben, werden nicht von Orkanen transportiert. Die Fossilien, die wir auf Madagaskar gefunden haben, stammen vorwiegend vom Meeresgrund. Sie können also unmöglich vom Wind hierher getragen worden sein. Für die Mitglieder der Holocene Group sind die Chevron. Am Anfang war Dunkelheit. Dann gebar der Urknall Raum, Zeit und Materie. Jeden Tag entdecken wir Neues über all die unfassbaren, faszinierenden und tödlichen Geheimnisse unseres Universums. Hat ein Komet, der in den Ozean stürzte, die biblische Sintflut ausgelöst? Die Flutwelle war mindestens 50 Meter hoch. Hat ein flammender Botschafter aus dem All das Schicksal des Christentums verändert? Plötzlich rast ein Meteorit mit über 100.000 km/h auf die Erde zu. Hat ein Feuerball am Himmel die ersten Bewohner Nordamerikas ausgelöscht? Das Weltall hat den Lauf der Geschichte immer wieder verändert. Eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern begibt sich auf die Suche. Kometeneinschläge könnten den Verlauf der Zivilisationsgeschichte verändert haben. Die Experten suchen jenseits der Mainstream-Forschung nach Beweisen dafür, dass kosmische Mächte mit einem Schlag den Lauf unserer Geschichte verändert haben. Tage und 40 Nächte strömender Regen.
Die große Sintflut der Bibel und das Gilgamesch-Epos sind weit verbreitete Mythen, die ein Ereignis beschreiben, das die Menschheit beinahe ausgelöscht hätte. Handelt es sich wirklich bloß um einen Mythos? Oder hat diese Sintflut tatsächlich stattgefunden? Wenn ja, wie könnte die Wissenschaft eine derartige Naturkatastrophe erklären? Es könnte durchaus sein, dass in den letzten 15.000 Jahren gewaltige Kometeneinschläge stattgefunden haben. Vielleicht kam es zu einer globalen Naturkatastrophe, die den Verlauf der menschlichen Zivilisationsgeschichte verändert hat. Der Archäologe Bruce Massey gehört einer eigenwilligen Gruppe von Wissenschaftlern an, die sich Holocene Impact Working Group nennt. Nach dem Zeitalter des Holozän, das vor über 11.000 Jahren begonnen hat. Die Forscher fordern die astronomische Wissenschaftswelt mit gewagten Hypothesen heraus. Sie sagen, dass es viel mehr katastrophale Kometeneinschläge gegeben habe, die den Verlauf der menschlichen Zivilisationsgeschichte entscheidend verändert hätten, als bisher angenommen. Zum Beispiel die Sintflut. Die biblische Geschichte der Arche Noah ist nur eine Version einer uralten Erzählung, die sich in Dutzenden von Sagen und Mythen überall auf der Erde wiederfindet. Ich habe mir mal die weltweite Entstehungsgeschichte dieser Sintflutmythen angesehen und exemplarisch 175 Orte auf der ganzen Welt ausgewählt. Die meisten dieser Sintflutmythen weisen erstaunlich große Ähnlichkeiten auf. Unter anderem wird immer wieder von einer himmlischen Kreatur gesprochen, die kurz vor dem Einsetzen der Flut mit einem großen Schweif über den Himmel geschossen ist. Die Menschen damals wussten nichts von Kometen, also fanden sie Erklärungen, die für sie natürlich klangen. Sie könnten den Kometen durchaus für eine Schlange gehalten haben. Kometen haben bekanntlich einen Schweif. Dieser entsteht zum einen durch Staub, der das Sonnenlicht reflektiert, und durch leuchtende ionisierte Gase, die der Komet hinter sich herzieht, wie ein Düsenjet einen Kondensstreifen. Interessanterweise gibt es auch einen sogenannten Gegenschweif. Von unserem Blickwinkel aus scheint es, als würden die Schweife des Kometen in zwei völlig verschiedene Richtungen zeigen. Der Strahlungsdruck der Sonne lässt die Materie, die vom Kometen abraucht, als Projektion erscheinen, die sich von der Sonne wegbewegt. Von manchen Orten der Erde aus betrachtet, kann der Staubschweif sich um den Kometen biegen und scheinbar in die entgegengesetzte Richtung zeigen. Von der Erde aus könnte dies wie ein Kopf mit Kopfschmuck oder mit Hörnern aussehen. In der nord- und südamerikanischen Mythologie spricht man von einer gehörnten Schlange. In der hinduistischen von einem Fisch mit einem Horn. In den meisten Mythen folgt kurz nach dem Erscheinen dieser Kreatur eine Flutkatastrophe, die um ein Haar die ganze Welt zerstört. In diesen Mythen ist auch von Dunkelheit, orkanartigen Winden, sintflutartigen Regenfällen und Tsunamis die Rede. All diese Phänomene beschreiben die typischen Auswirkungen eines Kometeneinschlags im tiefen Ozean. Bei einem Kometeneinschlag auf offener See würde eine gewaltige Menge an Energie in den Ozean übertragen werden. Area entdeckt worden. Zwei Arten von Glas, die anscheinend durch einen hochenergetischen Impact entstanden sind. Sowie eine Kieselalge, ein maritimes Mikrofossil, das eigentlich nur in tropischen Gebieten vorkommt. Wie sollen diese Kieselalgen, die aus den Tropen oder Subtropen stammen, den ganzen Weg nach Grönland zurückgelegt haben? Niemand hat jemals zuvor Kieselalgen aus den Tropen in Grönland gefunden. Die mikroskopische Untersuchung deutet auf einen Kometeneinschlag hin. What
Bei einer gewaltigen Explosion wäre diese Materie hochgeschleudert worden und hätte dann in der Luft Hunderte oder Tausende von Kilometern zurückgelegt, bevor sie sich wieder abgelagert hätte. Wenn die Klimaveränderung im Jahr 535 nach Christus tatsächlich durch einen Kometeneinschlag verursacht wurde, dann muss dieser über genügend Masse und Geschwindigkeit verfügt haben, um eine Explosion gigantischen Ausmaßes auszulösen. Im Gegensatz zu einem Hochgeschwindigkeitsimpakt verursacht der Einschlag eines langsameren Objekts keine Explosion. Er kann einen Krater formen, aber keinen Explosionskrater. Wir werden nun einen Hochgeschwindigkeitsimpakt und die Entstehung eines Kraters simulieren. Wir verwenden Ammoniumnitrat, gemischt mit Schweröl. Wenn wir es zünden, explodiert das Gemisch und verursacht einen riesigen Krater. Die Explosion setzt eine Schuttwolke frei. Bei einem extrem großen Meteoriteneinschlag würden sich die Partikel über den ganzen Globus verteilen. Wäre dieser Krater durch einen Impakt entstanden, dann würde es sich um einen Explosionskrater handeln. In diesem Fall wäre das vom Himmel stürzende Objekt mit einer so großen kinetischen Energie aufgeschlagen, dass es unter der Erdoberfläche explodiert wäre. Ein Hochgeschwindigkeitsimpakt im seichten Wasser vor der Küste Australiens könnte eine Explosion verursacht haben, groß genug, um Sedimentgestein und andere Partikel weit in die Atmosphäre zu schleudern. Es ist vorstellbar, dass große Mengen von Materiepartikeln hoch in die Atmosphäre geschleudert wurden, wo sie große Teile des Sonnenlichts blockiert haben. Vieles also deutet darauf hin, dass die katastrophalen Ereignisse um 535 nach Christus von einem Kometeneinschlag ausgelöst wurden. Allerdings ist es schwierig, stichhaltige Beweise dafür zu finden. Denn welcher gewaltige Himmelskörper könnte zwei Krater geformt haben, die so dicht beieinander liegen? Von einigen Experten werden sie belächelt. Doch die Wissenschaftler der Holocene Impact Working Group sind fest entschlossen zu beweisen, dass das Weltall den Lauf unserer Geschichte verändert hat. Die Ereignisse im Jahr 535 nach Christus könnten ihre These belegen. Damals soll sich die Sonne plötzlich verdunkelt haben, die Ernten verdorben und eine weltweite Hungersnot ausgebrochen sein. Baumringe belegen, dass eine Katastrophe stattgefunden hat. Doch noch ist unklar, wodurch sie ausgelöst wurde. Als die Impaktforscherin Dallas Abbott im Jahr 2008 zwei mutmaßliche Impaktkrater vor Australien entdeckt, bestätigt das ihre Hypothese, dass ein Komet für die Katastrophe verantwortlich gewesen sein könnte. Die Mainstream-Forschung geht davon aus, dass Impakte sehr selten sind und es sich meist um Asteroideneinschläge handelt. Unsere Hinweise legen allerdings nahe, dass es sich hier um Kometeneinschläge handelt. Kometen bestehen aus Gesteinsmaterie, Gasen, Staub und Eis. Sie zerbersten, wenn sie in das Gravitationsfeld von großen Objekten wie Planeten gelangen. Im Juli 1992 registrierte das Hubble-Weltraumteleskop genau so ein Ereignis. Während der Komet Shoemaker-Levy 9 an Jupiter vorbeirauschte, ließ die enorme Gravitationskraft des Planeten den Kometen zerbersten. Der Komet Shoemaker-Levy 9 ist in mehrere Dutzend Fragmente zerborsten. Das größte davon verursachte eine Explosion, die einer Detonation von 6 Millionen Megatonnen TNT entsprach. Die größte Bombe, die jemals auf der Erde gezündet wurde, war die AN-602 der Sowjets, auch Zar-Bombe genannt. Sie hatte eine Sprengkraft von 50 Megatonnen. Der Impakt von Shoemaker-Levy 9 war also 100.000 Mal so explosiv. Könnte ein zerborstener Komet vom Typ Shoemaker-Levy 9 den Doppelkrater im Golf von Carpentaria erzeugt haben? Das würde die Impakttheorie unterstützen.
Doch die Mainstream-Forschung sieht das anders. Kometenimpakte geschehen wahrscheinlich nur einmal in 100 Millionen Jahren. Der Impact einer Gruppe wäre noch seltener. So selten, dass er wahrscheinlich noch nie auf der Erde vorgekommen ist. Die Suche nach konkreten Beweisen für einen Kometeneinschlag im Golf von Carpentaria schafft immer wieder neue wissenschaftliche Kontroversen. Am stärksten umstritten ist die Impact-Theorie, die behauptet, dass die nordamerikanische Urzivilisation von einem Kometen ausgelöscht wurde. Jahrtausende bevor europäische Kolonialisten nach Nordamerika kamen, bevölkerten die Clovis-Indianer den Kontinent. Jedenfalls bis irgendjemand oder irgendetwas sie von der Bildfläche fegte. Zur Clovis-Kultur gehörten die Paleo-Indianer. Viele glauben, es waren die ersten Menschen in Nordamerika. Möglicherweise sind sie über die Beringstraße gekommen, haben sich dann von Norden nach Süden über den Kontinent ausgebreitet. Archäologische Funde wie Speerspitzen lassen darauf schließen, dass die Clovis-Indianer während der letzten großen Eiszeit Jagd auf die Megafauna machten, zu der auch Mammuts oder Mastodonten gehörten. Irgendwann starben die Riesentiere der Megafauna in Amerika langsam aus. Mit ihnen ging die Clovis-Kultur unter. Vor etwa 13.000 Jahren passierte etwas, das die Umwelt schnell und radikal veränderte. Plötzlich wurde der Planet in eine kleine Eiszeit zurückgeworfen. Ein Klimaereignis, das wir die jüngere Dryaszeit nennen. Nachdem die Gletscher über viele Jahrtausende hinweg geschmolzen waren und sich das Klima erwärmt hatte, brachte die jüngere Dryaszeit eine extreme Kälteperiode, die Menschen und Tiere in die Knie zwang und zu großen Teilen auslöschte. Die Wissenschaftler sind sich uneinig, was diesen Klimawandel verursacht haben könnte. Vor allem die Hypothese, dass kosmische Mächte im Spiel sind, sorgt für heftige Diskussionen. Ein Kometeneinschlag über dem laurentidischen Eisschild könnte diesen Klimawandel ausgelöst haben, an den sich die Jäger der Clovis-Kultur nun anpassen mussten. Der mutmaßliche Clovis-Komet ist wohl die strittigste Impact-Hypothese, die von der Holocene Impact Working Group vertreten wird. Sie beschreibt einen Kometeneinschlag im nordamerikanischen Eisschild mit dramatischen Folgen. Große Süßwasserseen flossen in die Ozeane, veränderten dadurch die Meeresströmung und verursachten den Kälterückfall der jüngeren Dryaszeit. Der Anthropologe Ken Tankersley hat in der Sheridan-Höhle im Nordwesten von Ohio Indizien für einen kosmischen Impact gefunden. Wir haben eine stark kohlenstoffhaltige Schicht gefunden. Man nennt sie auch Black Mat. Sie ist durch eine hochgradige Verbrennung entstanden. Sie besteht aus Holzkohle und den verbrannten Überresten etwa 70 verschiedener Spezies. Ein derartiger Karbonisierungsvorgang erfordert ein extrem heißes Feuer, wenn nicht sogar eine Explosion. Die Schicht enthält zudem Meteoritenbestandteile. Doch es gibt noch eindeutigere Zeichen für einen großen kosmischen Impact. Wir haben sogenannte Impact-Diamanten gefunden. Impact-Diamanten werden gebildet, wenn eine Explosion oder ein plötzlicher Einschlag auf eine Oberflächenstruktur einwirkt und Kohlenstoffmaterie zu diesen Impact-Diamanten komprimiert. Sie werden wegen ihrer mikroskopischen Größe auch Nanodiamanten genannt und gelten als starkes Indiz für einen kosmischen Impact. Doch die Entdeckung dieser Impact-Diamanten wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet.
Die potenzielle Existenz von Nanodiamanten in Nordamerika ist noch kein handfester Beweis für die Impakttheorie der jüngeren Dryaszeit. In manchen Fällen ist es nicht einmal sicher, ob es sich um echte Nanodiamanten handelt. Es könnte sich auch um Graphit- oder Kohlenstoffmodifikationen handeln. Es fehlt noch ein weiterer wichtiger Beweis, dass es den Clovis-Kometen gegeben hat. Ein passender Krater wurde bisher nicht gefunden. Doch Gestein aus dem All muss nicht unbedingt auf der Erde einschlagen, um eine Katastrophe auszulösen. Das wissen wir, weil ein ähnlicher Fall beinahe einen Atomkrieg ausgelöst hätte. Die Holocene Impact Working Group hält an ihrer These fest. All diese Phänomene beschreiben die typischen Auswirkungen eines Kometeneinschlags im tiefen Ozean. Bei einem Kometeneinschlag auf offener See würde eine gewaltige Menge an Energie in den Ozean übertragen werden. Es würden kolossale Mengen an Wasser in die Atmosphäre gelangen. Wir wollen in dieser Schmiede demonstrieren, was geschehen würde, wenn ein Komet mit hoher Geschwindigkeit im Ozean aufschlagen und seine kinetische Energie ans Wasser weitergeben würde. Ein gewöhnlicher Schmiedeofen kann Kohlenstoffstahl auf eine Temperatur von etwa 1200 Grad Celsius erhitzen. Doch der Einschlag eines hyperschnellen Kometen bringt es auf über 5500 Grad. Das entspricht in etwa der Sonnenoberflächentemperatur. Ein Komet aus dem Weltall würde aufgrund seiner Geschwindigkeit eine immense Menge an kinetischer Energie mitführen. Wenn diese Energie auf den Ozean trifft, könnte sie etliche Kubikkilometer Wasser verdampfen lassen und als Dampfwolken in die äußere Atmosphäre befördern. Normalerweise enthält die obere Atmosphäre knapp 0,5% Wasserdampf. Dem wird nun eine gewaltige Menge Wasserdampf hinzugefügt. Diese Wassermengen würden wieder auf die Erde herabregnen und eine weltweite Flut auslösen, die große Teile des Planeten wochen- oder monatelang überschwemmen könnte. Bruce Massey ist sich sicher, der globale Mythos von der Sintflut lässt sich nur durch einen gewaltigen Kometeneinschlag erklären. Leider fehlt ihm ein Beweis für seine Theorie. Dallas Abbott, Geologin an der Columbia University, untersucht Krater, die möglicherweise von Kometeneinschlägen stammen. Bruce Massey hatte viele mündlich überlieferte Katastrophengeschichten zusammengetragen, die wie die Auswirkungen eines Einschlags klangen. Der Indische Ozean spielte darin eine zentrale Rolle. Anhand von Meerestiefenmessungen bzw. Satellitenmessungen des Ozeanbodens konnte Abbott eine mögliche Impaktzone ausmachen. Sie nannte sie zu Ehren eines Kollegen an der Columbia University den Burkle-Krater dafür. Die meisten Experten glauben, dass ein Vulkanausbruch mit gewaltiger Aschewolke dafür verantwortlich ist. Doch die Impaktforscherin Dallas Abbott setzt auf einen anderen Täter. Sie hat Indizien gefunden, die auf Chevronfalten, also jenen V-förmigen Sanddünen, basieren, die von Megatsunamis geformt worden sein könnten. Eine dieser Chevronfaltenformationen befindet sich im australischen Golf von Carpentaria. Die Chevronfalten wiesen auf ein sehr kleines Gebiet hin. Also habe ich mir die Satellitendaten von diesem Teil des Golfs angesehen und bin sofort auf diese zwei runden Löcher im Meeresboden des Golfs gestoßen.
Die Krater besitzen einen Durchmesser von 11 bzw. 18 Kilometern. Eine gründliche Untersuchung der Sedimente ließ auf einen Impakt, also einen Einschlag, schließen. Das ist eine Bohrkernprobe aus der Tiefsee, ähnlich denen, die wir aus dem Golf von Carpentaria entnommen und untersucht haben. In diesen fanden wir kleine Gesteins- und Glasfragmente und wir fanden auch Impaktite. Das sind Gesteine, die durch einen Meteoriteneinschlag verformt wurden. Diese Funde weisen auf einen Impakt, der irgendwann vor ca. 1500 Jahren stattgefunden haben muss. Ich wusste vom Klimawandel im Jahr 536 nach Christus und wollte prüfen, ob man einem Eisbohrkern etwas ansehen könnte. Ein Eisbohrkern ist eine Art tiefgefrorener Aktenschrank, in dem die Erde ihre historischen Klimadaten verwahrt. Hier lassen sich jahrhundertealte Schwebstoffe und Algen aufspüren. Wir haben Proben aus Grönland untersucht. Das ist praktisch am anderen Ende der Welt, vom Golf aus gesehen. Im Eisbohrkern finden sich erstaunliche Indizien. Darunter auch magnetisierte und geschmolzene Gesteinskügelchen, die jenen entsprechen, die im Golf von Carpentaria. Es würden kolossale Mengen an Wasser in die Atmosphäre gelangen. Wir wollen in dieser Schmiede demonstrieren, was geschehen würde, wenn ein Komet mit hoher Geschwindigkeit im Ozean aufschlagen und seine kinetische Energie ans Wasser weitergeben würde. Ein gewöhnlicher Schmiedeofen kann Kohlenstoffstahl auf eine Temperatur von etwa 1200 Grad Celsius erhitzen. Doch der Einschlag eines superschnellen Kometen bringt es auf über 5500 Grad. Das entspricht in etwa der Sonnenoberflächentemperatur. In die Knie zwang und zu großen Teilen auslöschte. Die Wissenschaftler sind sich uneinig, was diesen Klimawandel verursacht haben könnte. Vor allem die Hypothese, dass kosmische Mächte im Spiel sind, sorgt für heftige Diskussionen. Ein Kometeneinschlag über dem Laurentidischen Eisschild könnte diesen Klimawandel ausgelöst haben, an den sich die Jäger der Clovis-Kultur nun anpassen müssen. Der mutmaßliche Clovis-Komet ist wohl die strittigste Impact-Hypothese, die von der Holocene Impact Working Group vertreten wird. Sie beschreibt einen Kometeneinschlag im nordamerikanischen Eisschild mit dramatischen Folgen. Große Süßwasserseen flossen in die Ozeane, veränderten dadurch die Meeresströmung und verursachten den Kälterückfall der jüngeren Frühjahrszeit. Der Anthropologe Ken Tankersley hat in der Sheridan-Höhle im Nordwesten von Ohio Indizien für einen kosmischen Impact gefunden. Wir haben eine stark kohlenstoffhaltige Schicht gefunden. Man nennt sie auch Black Mat. Sie ist durch eine hochgradige Verbrennung entstanden. Sie besteht aus Holzkohle und den verbrannten Überresten etwa 70 verschiedener Spezies. Ein derartiger Karbonisierungsvorgang erfordert ein extrem heißes Feuer, wenn nicht sogar eine Explosion. Die Schicht enthält zudem Meteoritenbestandteile. Doch es gibt noch eindeutigere Zeichen für einen großen kosmischen Impact. Wir haben sogenannte Impact-Diamanten gefunden. Impact-Diamanten werden gebildet, wenn eine Explosion oder ein plötzlicher Einschlag auf eine Oberflächenstruktur einwirkt und Kohlenstoffmaterie zu diesen Impact-Diamanten komprimiert. Sie werden wegen ihrer mikroskopischen Größe auch Nano-Diamanten genannt und gelten als starkes Indiz für einen kosmischen Impact. Doch die Entdeckung dieser Impact-Diamanten wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Die potenzielle Existenz von Nanodiamanten in Nordamerika ist noch kein handfester Beweis für die Impact-Theorie der jüngeren Dryaszeit. In manchen Fällen ist es nicht einmal sicher, ob es sich um echte Nanodiamanten handelt. Es könnte sich auch um Graphit- oder Kohlenstoffmodifikationen handeln. Es fehlt noch ein weiterer wichtiger Beweis, dass es den Clovis-Kometen gegeben hat. Ein passender Krater wurde bisher nicht gefunden.
Die Explosion setzt eine Schuttwolke frei. Bei einem extrem großen Meteoriteneinschlag würden sich die Partikel über den ganzen Globus verteilen. Wäre dieser Krater durch einen Impact entstanden, dann würde es sich um einen Explosionskrater handeln. In diesem Fall wäre das vom Himmel stürzende Objekt mit einer so großen kinetischen Energie aufgeschlagen, dass es unter der Erdoberfläche explodiert wäre. Ein Hochgeschwindigkeitsimpakt im seichten Wasser vor der Küste Australiens könnte eine Explosion verursacht haben, groß genug, um Sedimentgestein und andere Partikel weit in die Atmosphäre zu schleudern. Es ist vorstellbar, dass große Mengen von Materiepartikeln hoch in die Atmosphäre geschleudert wurden, wo sie große Teile des Sonnenlichts blockiert haben. Vieles also deutet darauf hin, dass die katastrophalen Ereignisse um 535 nach Christus von einem Kometeneinschlag ausgelöst wurden. Allerdings ist es schwierig, stichhaltige Beweise dafür zu finden. Denn welcher gewaltige Himmelskörper könnte zwei Krater geformt haben, die so dicht beieinander liegen? Von einigen Experten werden sie belächelt. Doch die Wissenschaftler der Holocene Impact Working Group sind fest entschlossen zu beweisen, dass das Weltall den Lauf unserer Geschichte verändert hat. Die Ereignisse im Jahr 535 nach Christus könnten ihre These belegen. Damals soll sich die Sonne plötzlich verdunkelt haben, die Ernten verdorben und eine weltweite Hungersnot ausgebrochen sein. Baumringe belegen, dass eine Katastrophe stattgefunden hat. Doch noch ist unklar, wodurch sie ausgelöst wurde. Als die Impaktforscherin Dallas Abbott im Jahr 2008 zwei mutmaßliche Impaktkrater vor Australien entdeckt, bestätigt das ihre Hypothese, dass ein Komet für die Katastrophe verantwortlich gewesen sein könnte. Die Mainstream-Forschung geht davon aus, dass Impakte sehr selten sind und es sich meist um Asteroideneinschläge handelt. Unsere Hinweise legen allerdings nahe, dass es sich hier um Kometeneinschläge handelt. Kometen bestehen aus Gesteinsmaterie, Gasen, Staub und Eis. Sie zerbersten, wenn sie in das Gravitationsfeld von großen Objekten wie Planeten gelangen. Im Juli 1992 registrierte das Hubble-Weltraum Behauptungen außergewöhnliche Beweise erfordern. Und dass niemand uns glauben wird, bis wir dort gewesen sind und Gesteinsproben gefunden haben. Wir haben im Moment noch keine Beweise für die Existenz des Burkle-Kraters. Doch die Holocene Impact Working Group ist überzeugt, Beweise für einen Impact gefunden zu haben, der sogar noch wesentlich jüngeren Datums ist. Die Beweise sollen unter den Eisschichten Grönlands begraben liegen und auf einen Kometen hindeuten, der Europa in das finstere Zeitalter des Mittelalters katapultiert haben könnte. Auf der Suche nach Beweisen für Kometeneinschläge, die unsere Geschichte verändert haben könnten, sind manche Fakten unbestreitbar. Irgendwann um das Jahr 535 nach Christus legt sich ein grauer Schleier über die Erde. Dies führt zu einer der strengsten Kälteperioden seit 2000 Jahren und stürzt die Menschheit in eine beispiellose Krise. In dieser Phase hat eine große Menge Asche die gesamte Erde umhüllt und die für den Ackerbau notwendigen Sonnenstrahlen abgehalten. Die Ernte wurde immer karger, was in vielen Teilen der Welt zu Hungersnöten führte. Wir wissen aus historischen Berichten, dass im Frühjahr 536 nach Christus das Sonnenlicht sehr schwach wurde. In Mesopotamien dauerte dieser Zustand 18 Monate lang an. Die Sonne soll in dieser Phase nur etwa 4 Stunden am Tag geschienen haben. Dieses sonnenlose Jahr hat bis heute seine Spuren hinterlassen.
Baumringe von irischen und kalifornischen Waldbeständen belegen eine dramatische globale Klimaabkühlung in dieser Zeit. Die Baumringe zeigen eindeutig, dass es im 6. Jahrhundert eine Phase gegeben hat, in der die Bäume kaum Nährstoffe erhielten, die ihre Widerstandsfähigkeit und ihr Wachstum förderten. Der geringe Abstand zwischen den Baumringen ist ein klares Indiz dafür. Die meisten Experten glauben, dass ein Vulkanausbruch mit gewaltiger Aschewolke dafür verantwortlich ist. Doch die Impaktforscherin Dallas Abbott setzt auf einen anderen Täter. Sie hat Indizien gefunden, die auf Chevronfalten, also jenen V-förmigen Sanddünen basiert. Jahr 535 nach Christus legt sich ein grauer Schleier über die Erde. Dies führt zu einer der strengsten Kälteperioden seit 2000 Jahren und stürzt die Menschheit in eine beispiellose Krise. In dieser Phase hat eine große Menge Asche die gesamte Erde umhüllt und die für den Ackerbau notwendigen Sonnenstrahlen abgehalten. Die Ernte wurde immer karger, was in vielen Teilen der Welt zu Hungersnöten führte. Wir wissen aus historischen Berichten, dass im Frühjahr 536 nach Christus das Sonnenlicht sehr schwach wurde. In Mesopotamien dauerte dieser Zustand 18 Monate lang an. Die Sonne soll in dieser Phase nur etwa 4 Stunden am Tag geschienen haben. Dieses sonnenlose Jahr hat bis heute seine Spuren hinterlassen. Baumringe von irischen und kalifornischen Waldbeständen belegen eine dramatische globale Klimaabkühlung in dieser Zeit. Die Baumringe zeigen eindeutig, dass es im 6. Jahrhundert eine Phase gegeben hat, in der die Bäume kaum Nährstoffe erhielten, die ihre Widerstandsfähigkeit und ihr Wachstum förderten. Der geringe Abstand zwischen den Baumringen ist ein klares Indiz dafür. Die meisten Experten glauben, dass ein Vulkanausbruch mit gewaltiger Aschewolke dafür verantwortlich ist. Doch die Impaktforscherin Dallas Abbott setzt auf einen anderen Täter. Sie hat Indizien gefunden, die auf Chevronfalten, also jenen V-förmigen Sanddünen basieren, die von Megatsunamis geformt worden sein könnten. Eine dieser Chevronfaltenformationen befindet sich im australischen Golf von Carpentaria. Die Chevron-Falten wiesen auf ein sehr kleines Gebiet hin. Also habe ich mir die Satellitendaten von diesem Teil des Golfs angesehen und bin sofort auf diese 2 runden Löcher im Meeresboden des Golfs gestoßen. Die Krater besitzen einen Durchmesser von 11 bzw. 18 Kilometern. Eine gründliche Untersuchung der Sedimente ließ auf einen Impact, also einen Einschlag, schließen. Das ist eine Bohrkernprobe aus der Tiefsee, ähnlich denen, die wir aus dem Golf von Carpentaria entnommen und untersucht haben. In diesen fanden wir kleine Gesteins- und Glasfragmente und wir fanden auch Impaktite. Die strittigste Impakthypothese, die von der Holocene Impact Working Group vertreten wird. Sie beschreibt einen Kometeneinschlag im nordamerikanischen Eisschild mit dramatischen Folgen. Große Süßwasserseen flossen in die Ozeane, veränderten dadurch die Meeresströmung und verursachten den Kälterückfall der jüngeren Dryaszeit. Der Anthropologe Ken Tankersley hat in der Sheridan-Höhle im Nordwesten von Ohio Indizien für einen kosmischen Impact gefunden. Wir haben eine stark kohlenstoffhaltige Schicht gefunden. Man nennt sie auch Black Mat. Sie ist durch eine hochgradige Verbrennung entstanden. Sie besteht aus Holzkohle und den verbrannten Überresten etwa 70 verschiedener Spezies. Ein derartiger Karbonisierungsvorgang erfordert ein extrem heißes Feuer, wenn nicht sogar eine Explosion.
Die Schicht enthält zudem Meteoritenbestandteile. Doch es gibt noch eindeutigere Zeichen für einen großen kosmischen Impact. Wir haben sogenannte Impact-Diamanten gefunden. Impact-Diamanten werden gebildet, wenn eine Explosion oder ein plötzlicher Einschlag auf eine Oberflächenstruktur einwirkt und Kohlenstoffmaterie zu diesen Impact-Diamanten komprimiert. Sie werden wegen ihrer mikroskopischen Größe auch Nano-Diamanten genannt und gelten als starkes Indiz für einen kosmischen Impact. Doch die Entdeckung dieser Impact-Diamanten wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Die potenzielle Existenz von Nanodiamanten in Nordamerika ist noch kein handfester Beweis für die Impact-Theorie der jüngeren Dryaszeit. In manchen Fällen ist es nicht einmal sicher, ob es sich um echte Nanodiamanten handelt. Es könnte sich auch um Graphit- oder Kohlenstoffmodifikationen handeln. Es fehlt noch ein weiterer wichtiger Beweis, dass es den Clovis-Kometen gegeben hat. Ein passender Krater wurde bisher nicht gefunden. Doch Gestein aus dem All muss nicht unbedingt auf der Erde einschlagen, um eine Katastrophe auszulösen. Das wissen wir, weil ein ähnlicher Fall beinahe einen Atomkrieg ausgelöst hätte. Die Holocene Impact Working Group hält an ihrer These fest, dass eine kosmische Katastrophe zum plötzlichen Aussterben der Clovis-Kultur geführt hat. Kometen bestehen aus Gesteinsmaterie, Gasen, Staub und Eis. Sie zerbersten, wenn sie in das Gravitationsfeld von großen Objekten wie Planeten gelangen. Im Juli 1992 registrierte das Hubble-Weltraumteleskop genau so ein Ereignis. Während der Komet Shoemaker-Levy 9 an Jupiter vorbeirauschte, ließ die enorme Gravitationskraft des Planeten den Kometen zerbersten. Der Komet Shoemaker-Levy 9 ist in mehrere Dutzend Fragmente zerborsten. Das größte davon verursachte eine Explosion, die einer Detonation von 6 Millionen Megatonnen TNT entsprach. Die größte Bombe, die jemals auf der Erde gezündet wurde, war die AN-602 der Sowjets, auch Zar-Bombe genannt. Sie hatte eine Sprengkraft von 50 Megatonnen. Der Impact von Shoemaker-Levy 9 war also 100.000 Mal so explosiv. Könnte ein zerborstener Komet vom Typ Shoemaker-Levy 9 den Doppelkrater im Golf von Carpentaria erzeugt haben? Das würde die Impact-Theorie unterstützen. Doch die Mainstream-Forschung sieht das anders. Kometenimpakte geschehen wahrscheinlich nur einmal in 100 Millionen Jahren. Der Impact einer Gruppe wäre noch seltener. So selten, dass er wahrscheinlich noch nie auf der Erde vorgekommen ist. Die Suche nach konkreten Beweisen für einen Kometeneinschlag im Golf von Carpentaria schafft immer wieder neue wissenschaftliche Kontroversen. Am stärksten umstritten ist die Impact-Theorie, die behauptet, dass die nordamerikanische Urzivilisation von einem Kometen ausgelöscht wurde. Jahrtausende bevor europäische Kolonialisten nach Nordamerika kamen, bevölkerten die Clovis-Indianer den Kontinent. Jedenfalls bis irgendjemand oder irgendetwas sie von der Bildfläche fegte. Zur Clovis-Kultur gehörten die Paleo-Indianer. Viele glauben, es waren die ersten Menschen in Nordamerika. Möglicherweise sind sie über die Beringstraße gekommen, haben sich dann von Norden nach Süden über den Kontinent ausgebreitet. Archäologische Funde wie Speerspitzen lassen darauf schließen, dass die Clovis-Indianer während der letzten großen Eiszeit Jagd auf die Megafauna machten, zu der auch Mammuts oder Mastodonten gehörten. Irgendwann starben die Riesentiere der Megafauna in Amerika langsam aus.
Von der Erde aus könnte dies wie ein Kopf mit Kopfschmuck oder mit Hörnern aussehen. In der nord- und südamerikanischen Mythologie spricht man von einer gehörnten Schlange. In der hinduistischen von einem Fisch mit einem Horn. In den meisten Mythen folgt kurz nach dem Erscheinen dieser Kreatur eine Flutkatastrophe, die um ein Haar die ganze Welt zerstört. In diesen Mythen ist auch von Dunkelheit, orkanartigen Winden, sintflutartigen Regenfällen und Tsunamis die Rede. All diese Phänomene beschreiben die typischen Auswirkungen eines Kometeneinschlags im tiefen Ozean. Bei einem Kometeneinschlag auf offener See würde eine gewaltige Menge an Energie in den Ozean übertragen werden. Area entdeckt worden. Zwei Arten von Glas, die anscheinend durch einen hochenergetischen Impact entstanden sind. Sowie eine Kieselalge, ein maritimes Mikrofossil, das eigentlich nur in tropischen Gebieten vorkommt. Wie sollen diese Kieselalgen, die aus den Tropen oder Subtropen stammen, den ganzen Weg nach Grönland zurückgelegt haben? Niemand hat jemals zuvor Kieselalgen aus den Tropen in Grönland gefunden. Die mikroskopische Untersuchung deutet auf einen Kometeneinschlag hin. Bei einer gewaltigen Explosion wäre diese Materie hochgeschleudert worden und hätte dann in der Luft Hunderte oder Tausende von Kilometern zurückgelegt, bevor sie sich wieder abgelagert hätte. Wenn die Klimaveränderung im Jahr 535 nach Christus tatsächlich durch einen Kometeneinschlag verursacht wurde, dann muss dieser über genügend Masse und Geschwindigkeit verfügt haben, um eine Explosion gigantischen Ausmaßes auszulösen. Im Gegensatz zu einem Hochgeschwindigkeitsimpakt verursacht der Einschlag eines langsameren Objekts keine Explosion. Er kann einen Krater formen, aber keinen Explosionskrater. Wir werden nun einen Hochgeschwindigkeitsimpakt und die Entstehung eines Kraters simulieren. Wir verwenden Ammoniumnitrat, gemischt mit Schweröl. Wenn wir es zünden, explodiert das Gemisch und verursacht einen riesigen Krater. Wäre er über Pakistan oder Indien explodiert? Dies wäre wohl von einem der beiden Länder als Angriff gewertet und mit einem nuklearen Gegenangriff beantwortet worden, was einen Vernichtungskrieg zur Folge gehabt hätte. Die Explosion über dem östlichen Mittelmeer hat die Wissenschaftswelt von der Notwendigkeit überzeugt, dass man insbesondere in Zeiten kritischer Spannungen zwischen Atommächten kosmische Eindringlinge rechtzeitig orten können muss. Die großen Asteroide, die eine globale Katastrophe verursachen könnten, die haben wir inzwischen geortet und katalogisiert. Wir erwarten also keinen überraschenden Impact dieser Himmelskörper, weil wir sie sehen können. Und so erwarten wir keinen überraschenden Impact dieser Himmelskörper, weil wir sie sehen können. Es sind die kleineren, die uns überraschen könnten. Doch können wir überhaupt rechtzeitig vorgewarnt werden, wenn ein massives Objekt aus dem All auf Kollisionskurs mit der Erde geht? Kein Zweifel, Kometen und andere kosmische Geschosse können Katastrophen verursachen. Bevor aber die moderne Astronomie überhaupt begonnen hatte, diese Ereignisse zu erforschen, konnten bereits bloße Sichtungen von Kometen oder Meteoriten den Lauf der Geschichte verändern. Wir schreiben das Jahr 312 nach Christus. Das mächtige Römische Reich ist in einen erbitterten Bürgerkrieg verwickelt. Kaiser Konstantin zieht in die Schlacht, um der Armee seines Erzrivalen Maxentius entgegenzutreten. Das politische Schicksal des Imperiums steht auf dem Spiel.
Konstantin war ein großer römischer Kaiser, der für eine Reihe von Dingen bekannt ist. Nicht zuletzt für seinen Übertritt zum Christentum. Konstantins Konversion war ausschlaggebend für die plötzliche Popularität und die Ausbreitung des Christentums im 4. Jahrhundert. Er führte das römische Imperium zum Christentum über. Der Legende nach tritt Konstantin zum Christentum über, nachdem er ein Feuerkreuz am Himmel erblickt hat. Der Kaiser interpretiert es als Zeichen des christlichen Gottes und befiehlt seinen Soldaten, Kreuze auf ihre Schilde zu malen. Konstantins Truppen siegen. Kurz darauf unterzeichnet der Kaiser die Mailänder Vereinbarung und bereitet damit den umfassenden Siegeszug des Christentums vor. Für Konstantins Vision könnte es eine astronomische Erklärung der Vereinbarung und bereitet damit den umfassenden Siegeszug des Christentums vor. Für Konstantins Vision könnte es eine astronomische Erklärung geben. Man geht heute davon aus, dass er Zeuge eines Meteoritenimpacts geworden ist. Wahrscheinlich hat er bei helllichtem Tag einen Meteoriten am Himmel gesehen, der mit über 110.000 km/h auf die Erde zugerast kam. Er hat dies als göttliches Zeichen interpretiert. Ein Beweis könnte auch die größten Kritiker der Kometentheorie überzeugen. Ein Impaktkrater. Geologen haben nun angeblich in Italien dieses fehlende Puzzlestück gefunden. Haben kosmische Mächte die Menschheitsgeschichte tatsächlich verändert? Im Falle Konstantins könnte ein Komet am Himmel der Auslöser für seinen Übertritt zum Christentum und den Siegeszug der christlichen Religion gewesen sein. Konstantin sah etwas am Himmel und interpretierte es als ein Zeichen des einzig wahren christlichen Gottes. Manche nehmen an, dass diese schicksalhafte Vision ein flammender Meteorit war, der sich auf Kollisionskurs mit der Erde befand. Es kommt natürlich darauf an, wie weit weg der Betrachter ist. Einen extrem hellen Meteoriten sieht man auch am helllichten Tag als blendende Erscheinung am Himmel, ähnlich hell wie die Sonne. Beim Aufprall auf die Erde verursacht er eine große Explosion. Ein schwedisches Forschungsteam ist überzeugt, der römische Kaiser Konstantin könnte tatsächlich einen Himmelskörper gesehen haben. Den wichtigsten Beweis für diese Theorie scheinen sie gefunden zu haben, einen Impaktkrater. 1999 entdeckt das Team ein mysteriöses Wasserbecken auf der mittelitalienischen Hochebene. Die Forscher nehmen an, dass der kleine See und weitere 20 umliegende Krater durch einen Meteoriteneinschlag entstanden sind. Eine sehr umstrittene Theorie. Manche Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich um ein von Menschenhand geschaffenes Wasserreservoir handelt. Andere sagen, dass diese... Die potenzielle Existenz von Nanodiamanten in Nordamerika ist noch kein handfester Beweis für die Impakttheorie der jüngeren Dryaszeit. In manchen Fällen ist es nicht einmal sicher, ob es sich um echte Nanodiamanten handelt. Es könnte sich auch um Graphit- oder Kohlenstoffmodifikationen handeln. Es fehlt noch ein weiterer wichtiger Beweis, dass es den Clovis-Kometen gegeben hat. Ein passender Krater wurde bisher nicht gefunden. Doch Gestein aus dem All muss nicht unbedingt auf der Erde einschlagen, um eine Katastrophe auszulösen. Das wissen wir, weil ein ähnlicher Fall beinahe einen Atomkrieg ausgelöst hätte.
Die Holocene Impact Working Group hält an ihrer These fest, dass eine kosmische Katastrophe zum plötzlichen Aussterben der Clovis-Kultur geführt hat. Die Tatsache, dass sich bislang kein Impaktkrater finden ließ, ist für sie kein Gegenargument. Manche Geschosse aus dem All erreichen nie den Erdboden. Sie explodieren bereits in großer Höhe, können dennoch beachtlichen Schaden anrichten. Wenn ein Meteorit nicht auf der Erde einschlägt, sondern schon vorher in der Atmosphäre explodiert, dann verursacht er keinen sichtbaren Krater. Ein hervorragendes Beispiel ist das sogenannte Tunguska-Ereignis von 1908, bei dem vermutlich ein Asteroid oder ein Komet über Sibirien detoniert ist. 2000 Quadratkilometer Wald wurden dabei vernichtet, ohne dass es einen Impaktkrater gab. Wenn ein Komet oder Asteroid in die Erdatmosphäre eindringt, bildet sich ein Sog, der dem Kielwasser eines Bootes gleicht. Die Schockwelle erhitzt die Luft auf extrem hohe Temperaturen. Licht- und Infrarotstrahlen entstehen. Das erhitzt den Kometen oder Asteroiden und lässt ihn dann explodieren. Sogar ein relativ kleiner Körper wie der mutmaßliche Tunguska-Komet, der auf eine Größe von etwa 60 Meter Durchmesser geschätzt wird, könnte eine Detonation verursachen, bei der 1000-mal mehr Energie freigesetzt werden würde als bei der Hiroshima-Atombombe. Vielleicht ist der Clovis-Komet vor 13.000 Jahren auf ein... Kein Zweifel. Kometen und andere kosmische Geschosse können Katastrophen verursachen. Bevor aber die moderne Astronomie überhaupt begonnen hatte, diese Ereignisse zu erforschen, konnten bereits bloße Sichtungen von Kometen oder Meteoriten den Lauf der Geschichte verändern. Wir schreiben das Jahr 312 nach Christus. Das mächtige Römische Reich ist in einen erbitterten Bürgerkrieg verwickelt. Kaiser Konstantin zieht in die Schlacht, um der Armee seines Erzrivalen Maxentius entgegenzutreten. Das politische Schicksal des Imperiums steht auf dem Spiel. Konstantin war ein großer römischer Kaiser, der für eine Reihe von Dingen bekannt ist. Nicht zuletzt für seinen Übertritt zum Christentum. Konstantins Konversion war ausschlaggebend für die plötzliche Popularität und die Ausbreitung des Christentums im 4. Jahrhundert. Er führte das römische Imperium zum Christentum über. Der Legende nach tritt Konstantin zum Christentum über, nachdem er ein Feuerkreuz am Himmel erblickt hat. Der Kaiser interpretiert es als Zeichen des christlichen Gottes und befiehlt seinen Soldaten, Kreuze auf ihre Schilde zu malen. Konstantins Truppen siegen. Kurz darauf unterzeichnet der Kaiser die Mailänder Vereinbarung und bereitet damit den umfassenden Siegeszug des Christentums vor. Für Konstantins Vision könnte es eine astronomische Erklärung geben. Man geht heute davon aus, dass er Zeuge eines Meteoritenimpacts geworden ist. Wahrscheinlich hat er bei helllichtem Tag einen Meteoriten am Himmel gesehen, der mit über 110.000 km/h auf die Erde zugerast kam. Er hat dies als göttliches Zeichen interpretiert. Ein Beweis könnte auch die größten Kritiker der Kometentheorie überzeugen. Ein Impaktkrater. Geologen haben nun angeblich in Italien dieses fehlende Puzzlestück gefunden. Haben kosmische Mächte die Menschheitsgeschichte tatsächlich verändert?
Im Falle Konstantins könnte ein Komet am Himmel der Auslöser sein. Beschreiben die typischen Auswirkungen eines Kometeneinschlags im tiefen Ozean. Bei einem Kometeneinschlag auf offener See würde eine gewaltige Menge an Energie in den Ozean übertragen werden. Es würden kolossale Mengen an Wasser in die Atmosphäre gelangen. Wir wollen in dieser Schmiede demonstrieren, was geschehen würde, wenn ein Komet mit hoher Geschwindigkeit im Ozean aufschlagen und seine kinetische Energie ans Wasser weitergeben würde. Ein gewöhnlicher Schmiedeofen kann Kohlenstoffstahl auf eine Temperatur von etwa 1200 Grad Celsius erhitzen. Doch der Einschlag eines hyperschnellen Kometen bringt es auf über 5500 Grad. Das entspricht in etwa der Sonnenoberflächentemperatur. Ein Komet aus dem Weltall würde aufgrund seiner Geschwindigkeit eine immense Menge an kinetischer Energie mitführen. Wenn diese Energie auf den Ozean trifft, könnte sie etliche Kubikkilometer Wasser verdampfen lassen und als Dampfwolken in die äußere Atmosphäre befördern. Normalerweise enthält die obere Atmosphäre knapp 0,5% Wasserdampf. Dem wird nun eine gewaltige Menge Wasserdampf hinzugefügt. Diese Wassermengen würden wieder auf die Erde herabregnen und eine weltweite Flut auslösen, die große Teile des Planeten Wochen oder Monate lang überschwemmen könnte. Bruce Massey ist sich sicher, der globale Mythos von der Sintflut lässt sich nur durch einen gewaltigen Kometeneinschlag erklären. Leider fehlt ihm ein Beweis für seine Theorie. Dallas Abbott, Geologin an der Columbia University, untersucht Krater, die möglicherweise von Kometeneinschlägen stammen. Bruce Massey hatte viele mündlich überlieferte Katastrophengeschichten zusammengetragen, die wie die Auswirkungen eines Einschlags klangen. Der Indische Ozean spielte darin eine zentrale Rolle. Anhand von Meerestiefenmessungen bzw. Satellitenmessungen des Ozeanbodens konnte Abbott eine mögliche Impaktzone ausmachen. Sie nannte sie zu Ehren eines Kollegen an der Columbia University den Burkle-Krater. Der Burkle-Krater ist eine gewaltige Senke im Indischen. Burkle wäre noch seltener. So selten, dass er wahrscheinlich noch nie auf der Erde vorgekommen ist. Die Suche nach konkreten Beweisen für einen Kometeneinschlag im Golf von Carpentaria schafft immer wieder neue wissenschaftliche Kontroversen. Am stärksten umstritten ist die Impact-Theorie, die behauptet, dass die nordamerikanische Urzivilisation von einem Kometen ausgelöscht wurde. Jahrtausende bevor europäische Kolonialisten nach Nordamerika kamen, bevölkerten die Clovis-Indianer den Kontinent. Jedenfalls bis irgendjemand oder irgendetwas sie von der Bildfläche fegte. Zur Clovis-Kultur gehörten die Paleo-Indianer. Viele glauben, es waren die ersten Menschen in Nordamerika. Möglicherweise sind sie über die Beringstraße gekommen, haben sich dann von Norden nach Süden über den Kontinent ausgebreitet. Archäologische Funde wie Speerspitzen lassen darauf schließen, dass die Clovis-Indianer während der letzten großen Eiszeit Jagd auf die Megafauna machten, zu der auch Mammuts oder Mastodonten gehörten. Irgendwann starben die Riesentiere der Megafauna in Amerika langsam aus. Mit ihnen ging die Clovis-Kultur unter. Vor etwa 13.000 Jahren passierte etwas, dass die Umwelt schnell und radikal veränderte.
Plötzlich wurde der Planet in eine kleine Eiszeit zurückgeworfen. Ein Klimaereignis, das wir die jüngere Dryaszeit nennen. Nachdem die Gletscher über viele Jahrtausende hinweg geschmolzen waren und sich das Klima erwärmt hatte, brachte die jüngere Dryaszeit eine extreme Kälteperiode, die Menschen und Tiere in die Knie zwang und zu großen Teilen auslöschte. Die Wissenschaftler sind sich uneinig, was diesen Klimawandel verursacht haben könnte. Vor allem die Hypothese, dass kosmische Mächte im Spiel sind, sorgt für heftige Diskussionen. Ein Kometeneinschlag über dem Laurentidischen Eisschild könnte diesen Klimawandel ausgelöst haben, an den sich die Jäger der Clovis-Kultur nun anpassen müssen. Der mutmaßliche Clovis-Komet ist wohl die strittigste Impact-Hypothese, die von der Holocene Impact Working Group vertreten wird. Sie beschreibt einen Kometeneinschlag im nordamerikanischen Eisschild mit dramatischen Folgen. Große Süßwasserseen flossen in die Ozeane, veränderten dadurch die Meeresströmung und für uns erheblich erschwert und finanziell kaum durchführbar macht. Ein Komet, der einen Krater dieser Größenordnung hinterlässt, hätte sicherlich einen Mega-Tsunami ausgelöst. Ein Kometeneinschlag im Ozean hätte verheerendere Auswirkungen als auf dem Festland, da er eine gigantische Flutwelle auslösen würde, die auf die umliegende Küste hereinbrechen würde. Wenn Tsunamis Küstenregionen überfluten, lassen sich oft noch Jahrhunderte später Spuren dieses Ereignisses finden. Abbott fragte sich, ob die Küste Madagaskars derartige Spuren davongetragen hat. Zunächst konnte ich keine Daten zu Madagaskar ausfindig machen. Als dann Google Earth herauskam, habe ich es mir sofort angesehen. Die Tsunami-Ablagerungen dort sind phänomenal. Die Region weist riesige Chevron-Falten auf, die wahrscheinlich größten auf der Erde überhaupt. Chevron-Falten sind symmetrische Sanddünen. Einige Wissenschaftler nehmen an, dass sie durch gewaltige Wellen geformt wurden, die über die Küste hereingebrochen sind und sich dann wieder zurückgezogen haben. Die typische V-Form könnte dabei sogar als Richtungsindikator dienen. Der Richtungswinkel ist ein V, das in Richtung Inland zeigt. Das lässt wiederum auf die Quelle schließen. Abbott nimmt an, dass der Ursprung im Burgle-Krater zu suchen ist, der viele hundert Kilometer von der Küste entfernt liegt. Andere Wissenschaftler bezweifeln, dass Tsunamis überhaupt mit der Entstehung von Chevron-Falten in Verbindung stehen. Geologen, die diese Phänomene vor Ort untersucht haben, erklären ihre Entstehung mit Staubverwehungen, nicht mit Tsunamis. Ich bezweifle, dass diese Formationen irgendetwas mit Tsunamis zu tun haben. Doch als Dallas Abbott nach Madagaskar reist, findet sie tief im Inneren der Dünen überraschende Indizien. Wir fanden Tsunami-Ablagerungen, die mehr als 200 Meter hoch waren. Oben an der Spitze dieses großen Hügels entdeckten wir im Sediment Meeresfossilien. Orkane können Mikrofossilien an Land tragen. Aber nur solche, die in der oberen Wassersäule zu finden sind. Mikrofossilien, die am Meeresboden leben, werden nicht von Orkanen transportiert. Die Fossilien, die wir auf Madagaskar gefunden haben, stammen vorwiegend vom Meeresgrund. Sie können also unmöglich vom Wind hierher getragen worden sein. Für die Mitglieder der Holocene Group sind die Chevron-Falten und Mikrofossilien